Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der, jetzt müsst ihr mir helfen, ich bin neu. Thüringer Oberland 1988. Richtig. Mit dem Tino und mit dem Freezy. Hallo. Hallo. Hi Leute. Ich kann das gar nicht so schnell aussprechen wie du ohne irgendwelche Fehler, glaube ich. Wie Moor? Nee, Thüringer, wie heißt das? Thüringer Oberland 1988. Ja, das muss ich noch ein paar Mal üben. Das ist nicht schlimm. So, gerade hier beim zweiten Feld am Ernten. Weizen. Können wir wahrscheinlich mal schauen, ob wir das vielleicht direkt in die Bäckerei fahren. Bäckerei oder eben, was auch möglich wäre, zum Seedmaster. Nee, da geht noch Hafer rein. Na, glaube ich nicht. Da Weil steht. Der Modder, glaube ich, hatte gesagt, ich bitte jetzt nicht, ne? Aber ich glaube, er hat gesagt, alle Standardsachen und Hafer. Und die Standardsachen wären Weizen, voll. Gerste, fertig. Oh, weil beim Seedmaster, wenn du da hingehst, da steht als Dingen Hafer nur. Deswegen. Ja. Ja, nee, das hat er extra, glaube ich, gesagt. Vielleicht, wenn du dann mal Zeit hast, wir Tino, probieren's. Kannst du das mal testen. Genau, wir probieren es. Wenn es nicht ist, dann hat Freezy gewonnen. Freezy hat. Nein. Da bekommt Freezy ein Monster von mir. Ah, nee, da ist er schon drüber, okay. Ich bin runter von dem Scheiß. Ah, ja, genau. Ich bin green, Alter, was laberst du? Oh, Mann, ey. Das tut ja wirklich so, als ob der. Naja, gut, man weiß manchmal nicht, wie schlimm es ist, ne? Das stimmt. Oh Gott, weißt du, als ich Rauchen aufgehört hatte, hatte ich nicht so einen Wind gemacht. Was? Das ist gut. Hast du gehört, Freezy? Nee, hab ich nicht zugehört, bitte was? Ja, alles du gut. Hast genau alles gut, gehört. Freezy. Alles gut. Ey, nochmal bitte, komm, erzähl. Ich hab gesagt, als ich zu rauchen aufgehört hatte, hatte ich nicht so Wind gemacht. Weil der ÖLW so geht gerade so von der Höhe, ey. Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Oh. Ist klar, Barney. Was macht denn der Freezy gerade? Der holt den zweiten Anhänger. Können wir tauschen, Freezy? Ich hab schon Tinnitus hier vor dem lauten Drescher. Echt tauschen? Ich bin gerade angekommen. Wo bist du angekommen? Ich seh dich nicht. Hey, ich. Also, du bist nur noch beim Händler. Alles klar, ja, gut. Ey, der ist immer noch nicht beim Händler, das glaube ich nicht. Ey, du hältst die Klappe. Was machst denn du? Ja, ich fahr hier rum. Wie? Ey, jetzt fahr ich erstmal tanken gemütlich und hol mir noch einen Snickers. Aber nur das Weiße. Ich halte das nicht aus. Ey, weil, guck mal, wie hoch. Du musst von ganz unten nach ganz oben fahren. Warte, ich ernte weiter. Ja? Ich möchte mit mir mal das ÖLW-Gedöns angucken hier. Oh, bleib stehen. Oh. Hast du das gesehen, Tino, dass man hier auch alle möglichen Sachen... Hier liegt eine Schachtel, Malo, läuft. Ja. Zwillingsreifen. Ja, ich weiß. Das Ding ist ja mega geil. Bei dem kannst du sogar vorne umbauen. Kannst du auch auf Gewicht bauen. Weiß gar nicht, der hat keine IC hier, ne. Aber wenn du Innenraum fährst, ist das gar nicht so laut, ne? Ja, habe ich getestet, aber kam mir immer noch sehr laut vor. Okay. Wobei, ich bin solche Sachen gewohnt wie, weiß ich nicht, so ein kleiner, leiser Glasdrescher oder sowas. Ich kenne das hier alles nicht. Das ist ein Neuland, wie man schon sagt. Ja, das ist hier, das ist, da wird noch gearbeitet, da gab es ja keine Servolenkung. Richtig, da gab es ja kein GPS und sowas. Richtig. Das habe ich nämlich vergeblich beim Grubbern gesucht. So. Oh, muss das immer mit Deichsel sein? Oh, da kommen die ersten Schwachpunkte vor, ne? Ja. Aber Freezy Deichsel gab's halt damals zuhauf. Ja. Die wurden einmal die Woche produziert, das muss reichen. Damals gelebt hätte und hätte mein Rohr ausgefahren? Ich dachte, zugeschweißt. Festgeschweißt. Vorbei mit Deichsel. Du hättest eine starre Achse draus gemacht. Ja. Hast du mal probiert mit Shift 3? Moment mal. Shift 3. Da müsste sich das Symbol ändern neben dem Tempomat unten. Ja, das macht es, aber wie aktiviere ich es? Zweimal grüner Pfeil? Das sind zwei. Bis dieser grüne ich Pfeil. Ich habe jetzt einen grünen Tempomaten angezeigt unten rechts. Nee, dann hast du ja ein Tempomat an. Shift 3. Shift 3. Auf den Traktor schalten. Ja. Das war's nicht. Ach. Jetzt habe ich gar nichts. Jetzt weiß ich, was der liebe... Da muss ein Doppelfall sein, in grüner. Jetzt ist er da. Und wenn du jetzt neben mir fährst und 3 drückst, dann hält er immer die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Also, was neben ihm ist.
Also du knallst ja aber auch ganz schön rum, ne? Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich Tempomat anmache, ist er irgendwie... Alter, 16? Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, warum du auf einmal... Nee, jetzt wird er wieder langsam. Hä? Ja, ja. Hier ging es auch bergab, muss man dazu sagen, ne? Jetzt stehst du. Felice, du wolltest was sagen? Ja, jetzt eben hier an den lieben jungen Herr, der mir das in die Kommentare geschrieben was hat, was KHD heißt. Ich habe es gerade wieder vergessen. Aber jetzt weiß ich auch, was du damit meintest und ich muss mich dafür bedanken und das war sehr nett von dir. Dankeschön. Wie hat man den Tempomat erhöht oder gesenkt? Ich könnte jetzt sagen, mit diesem Rollrad am LS-Lenker, ja. Das nimmst du nicht mehr, ne? Also nee. Mit 1-2, glaube ich, war das. Oder mit 2? Hast du recht. Tino? Ja? Hattest du heute schon mit dem Randy gesprochen, außer gerade, wo wir zusammen im Channel waren? Okay. Warum denn? Na, nur so. Ich weiß warum. Hä? Nee, das kannst du nicht wissen. Okay, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, ist auch egal. Oh, wir haben tatsächlich gleich einen zweiten Anhänger hier, das ist sehr sensationell. Ja, ist er schon da? Ey, ihr zwei Bums, ne? Ich hab gedacht, der baut ihn gerade. Am Anfang war der Werner total nett und ich dachte mir, endlich fängt er die Story an, das hat er uns auch erzählt, brauchst nicht drauf hören. Der Mann nicht anfängt zu mobben, jetzt ja, ist doch. Immer auf die Kleinen, oder? Für sie. Ich merke das schon. Bin ich? Oh, ich bin voll. Ja, ich gebe Vollgas. Okay, sind wir zeitgleich unten. Oh. Das Feld ist wirklich mehr wie gigantisch, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Ich sehe hier nichts anderes wie Feld, wenn ich nach rechts gucke. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir hier? Mittel. Mittel, okay. Auf welches Feld seid ihr überhaupt gerade? 1. Das Kleine. Ach, da. Da. Ich bin da, Leute. Ja, dann hängen bitte die zwei Anhänger zusammen. Ja, das wird in den nächsten 2 Folgen auf jeden Fall passieren. Dykeslauner, ey. Ja, da musst du dich mal anstrengen, Kollege. Soll ich das jetzt zeigen? Ich zeig das jetzt, wie du das machst. Weißt du auch nicht, wie ihr das, weißt du, ich fahre rückwärts ganz langsam und er biegt sich trotzdem. Und ich weiß nicht, wie ihr das schafft, dass der gerade bleibt. Verstehst du, wie ich meine? Wenn du mit einer Deichsel rückwärts fahren willst, oder eigentlich heißt der Drehschemel, dann muss sich das Fahrzeug vorne bewegt sich nach rechts und links, dass der Hänger hinten gerade bleibt. Das ist halt so. Du kannst nicht... Ja, Werner, bitte. Die Zug, also du kannst nicht das Fahrzeug gerade fahren lassen, der Hänger geht immer in irgendeine Richtung weg. Ich mache das tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ne, ich weiß nicht, ob das so verbreitet ist, ich mache tatsächlich mit Tempomat. Oh! 2 km/h, dann hast du alles schön im Griff und dann kannst du schön rückwärts rum fahren. Ja, das geht auch. Okay. Das dauert vielleicht jetzt 1-2 Minuten, ne, aber ich muss nicht 5000 Mal vor- und zurückfahren. True Story. So. Das sieht aus wie aus dem Lehrbuch. Ich habe das Lehrbuch geschrieben. Ah ja, ich merke das schon. Nee, aber es passt nicht. Ah nee. Fahren wir ein Stück wieder vor. Schade. Dann ein bisschen nach jetzt links. Jetzt hätte ich mich auszeichnen können, aber nee. Gott sei Dank bin ich auch da und kann mir das Spektakel angucken. Bist du denn? Du hast nichts verpasst. Hörst du den Drescher? Ich höre den doch schon. Ich habe den Sound ziemlich leise. Ja. Boah, er ist drin. Was? Er ist dran, wollte er sagen. Oh! Da war der Drescher voll. Ja, ich... Moment mal. Oh. Bleibst du mal so stehen, Freezy, bitte? Ja, ich bewege mich nicht. Oh, hier geht's direkt weiter mit Rückwärtsfahren. Läuft. Oh je. Kannst du da irgendwie noch einen Aufbau drauf machen auf den Anhänger? Nee, ne? F1? Nee, Plane schließen, das war's. Hast du den aufkippen müssen, Tino, oder? Ja. Oder fahr erstmal nur so ran? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, musst du. Moment mal, wie war denn das? Oh. Rohr ausfahren, Taste 10. 10, okay. Ja. Das weiß ich sogar noch. Muss ein bisschen vorfahren, sonst sieht das ein bisschen ulkig aus. Genau. So? Ja. Oh, schick. Perfekt. Problem ist nur, dass in den roten mehr geht wie in einen von den anderen. Ich merke das schon, ich bin gleich voll. Oh nein. Die haben zu wenig Ladevolumen.
Aber die haben 12.000, naja, gut. Und ja, voll. Das ist schon viel, ne, eigentlich. Ja. Und der ÜLW hat 16.7. Wohin wollt ihr das denn jetzt packen? Seedmaster. Bis später, Jungs. Bis nächste Woche. Nee. Yo. Ich gehe jetzt mal den Tino abtanken. Ich bring Bier und Semmel mit. Bis später. Bier und Semmel, okay. Oder wie hieß das? Brot? Semmel, ist das, ne? Ist das bei euch ein gängiger Begriff, Semmel? Nee, bei uns nicht. Bei uns heißt Brot, Brot, Brötchen, Brötchen. Ja, das ist krass. Bei uns heißt Brot, Brot, bei uns heißt Semmel, Semmel. tatsächlich ist Semmel bei uns ja. Schon, ne? Ja. Also gehst du nicht zum Bäcker und sagst, ich möchte ein Brötchen, oder? Auch? Ja. Kannst du auch sagen. Also ja. wenn ich zu der Bäcker gedünst, und sagst, ja, zwei Brötchen, gehe, alles gut. Sag ich Brötchen, sag sie, Alter, geh wieder raus. Nein, nein, nein. Brötchen kannst du genauso sagen, also wird bei uns auch gesagt. Aber, also ich würde sogar sagen, dass Brötchen bei uns noch etwas mehr oder öfter gesagt wird wie Semmel. Semmel wird gesagt, aber hauptsächlich ist es ein Brötchen, ja. Aber es ist das Gleiche. Du bekommst das Gleiche, oder nicht? Ja. Ja. Oder eine Schrippe. Oh Gott, jetzt wird's aber kompliziert. Was ist das denn? Ein Brötchen oder eine Semmel ist ja dieses zweiköpfige, oder? Ja, da gibt's auch verschiedene Ansichten, ne? Also, man muss sagen, wir sagen Doppelbrötchen. Doppelbrötchen jetzt? Doppelbrötchen ist quasi diese mit zwei Köpfen. Das wäre, glaube ich, bei uns ein Doppelbaguette. ist wirklich so. Wo ist denn das ein Baguette? Ja, das ist, ne? Ja, wie soll man das jetzt? Das ist, man kann es jetzt schlecht zeigen, irgendwie, Vor allen Dingen, wo ist das ein Baguette? Baguette zeichnet sich einfach darum aus, es ist schmal, hoch und sehr, sehr lang. Ja, aber die sind doch so zwei kleine, so zwei runde Köpfe. Das ist doch nicht schmal, hoch und lang. Ja. Also, eine Schrippe ist bei uns einfach so eine einfache Semmel. So ein bisschen, so eine kleine, etwas also länglich mit oben so einer Dings halt. Das ist, das ist Schrippe. Schrippe. Gibt es bei euch noch so richtige Bäcker? Ich meine jetzt keine Bäcker, die das nur aufbacken morgens, sondern richtige Bäcker, die das noch selber machen. Ja. Das gibt's für uns fast gar nicht mehr. Bei uns wird 90% nur mehr aufgebacken. Okay. Das ist richtig krass. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier im Nachbarort eine gigantische Bäckerei, also die ist wirklich riesig. Und die produzieren da, keine Ahnung wie viel, tausende Semmeln oder Brötchen jeden Tag und Brote und so weiter wird gebacken. Und dann auf die Filialen mit aufgeteilt, ja. Okay. Habt ihr eine Schrotflinte? Was hast du gefunden? Ein Hund. Oh lol. Was? Du willst den Hund erschießen? Ja, ich wollte der Bell so übelst drin. Ach so. Hier. Ach, der Werner, ey, der will ja gleich mit dem Hund wegnatzen. Hat man es nicht früher so gemacht? Oh, ein Lebewesen. Okay, ich hab's erledigt. Das Ding bellt hier rum wie sonst nichts, ey. Haben wir noch. Ach so, nee, warte mal, wir haben gerade keinen Traktor frei, ne? Nur so ein LKW, ich weiß gar nicht. Was sind das für ein LKW? Kann der auch irgendwas getreidetechnisch mitnehmen? Warte mal, für was haben wir den. Bin ich bescheuert? Für was haben wir den LKW gekauft, Füsi? Das weiß ich nicht. Ja, auch nicht mehr. Ist der Seedmaster am Hof, wisst ihr das? Der Seedmaster ist beim Silo, wo ich gerade wegfahre von. Achso, okay. Dann lagere ich das erstmal ein hier. Ich wollte nur gucken. Könnt ihr mir mal eben kurz sagen, wo das. Ach, den haben wir gekauft. Den haben wir gekauft. Der heißt UBK-Mod. Der lädt Gemüse, Obst, Getreide, Backwaren, Milchprodukte, Wein, Bier, bla bla bla. Ah, okay. Ey, der lädt doch Bier! Bier in Flaschen aber, ne? Wahrscheinlich dann in Flaschen. Oder in Fässern. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, was? Das gebeizte Saatgutlager, wo ist das? Na, müsste am Hof sein, oder? Können wir mal schauen, ob wir uns irgendwie noch so einen einfachen Traktor leisten können oder sowas? Wollen wir da eventuell... 23.000 wird aber nichts mehr. Na doch, da war einiges drin. Also die alle nicht, die auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. Hier, 22, ein Steyr zum Beispiel. Noch so ein Deutz, wie ihr schon habt. Oh, Belarus, 12.000. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr sowas haben? Wo ist der Belarus?
Bei Traktoren ziemlich hinten. Musst du in ungefähr in der Mitte. Belarus. Der hat halt, hätte halt schon stattliche 265. Ach so, Meter, der ist schon sehr groß, ne? Ja. Oder so ein Fortschritt, der wäre natürlich auch nicht schlecht. So ein Fortschritt ist auch geil. Da haben wir ja den Grünen. Der Grüne ist ja ein Fortschritt, den wir haben. Ah, sehr nice. Aber der Steyr sieht auch cool aus, ne? Auch gut aus. Alle nicht schlecht. Die C-Tor finde ich auch sehr geil. Vor allem, ich finde den einen geil, der die Ketten hinten drauf hat. Der ist mega nice, ne? Ich wollte den auch schon, auch aber... Ich überlege mal den mal... Achso, 37. Ja, der ist teuer. Wollen wir das aufs nächste Mal verschieben? Na klar. Können wir machen. Weil wir sind für heute schon wieder fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Mod-Vorschläge immer noch gerne in den Kommentarbereich niederschreiben. Wir gucken uns das gerne, gerne an. Und auch Fragen bezüglich Map oder Mods, alles gerne in die Kommentare schreiben. Bei den anderen zwei vorbeigucken und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss.